Herzlich willkommen zurück zu Outlast Whistleblow. Jetzt haben wir gerade natürlich meine Wenigkeit. So. Geronimo! Guck dann, wie tief das Hammer geht. So war eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Die haben mich wohl gehört. Das Ganze gefällt mir gar nicht. Ich habe Türen gehört. Das Ganze gefällt mir gar nicht. Rüber. Oder kann ich rüber? Ich guck mal. Gut, da muss ich rüber. Ganz schön staubig hier oben. Bitte. Ist das so ähnlich wie ein Dachboden? Ich weiß es nicht. If we did, he could be our goat. What in creation are you talking about? He just likes to hear himself talk. We need a goat. There's reason here to bear our guilt. Our gender. A small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin? That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. Sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat. Leave him alone. Das muss ja doch schon mal. Wer redet denn da? Ich habe es gehört. Ein Laufen. Das Fenster sieht nice aus. Ist auch ein Fenster, oder? Nicht gestaltet, nicht gestaltet. Das ist quasi einfach nur eine Wand mit richtigen Fenstern und dahinter ist so eine Lichtquelle und die strahlt dann einfach quasi das. Wenn man jetzt natürlich jetzt ein bisschen klug scheißen will. Im Game Design. Also muss ich lang. Hier geht's auch nicht weiter. Ich bin falsch. Okay. Ich muss zurück. Radio.
Ah, warte mal. Aber wenn ich da hinten, durch muss. Was mich wohl erwarten wird. Oder nicht eine Batterie? Ah, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ist alles so verwinkelt, man hat keine richtige Möglichkeit zu, verstecken. A gift for the Grim. Alter! Ihr macht keinen Scheiß! Was ist denn los? Was ist denn gerade. Was ist denn umgefallen? Sind das Stimmen, die ich meinen Kopf höre, oder sind das Stimmen, die irgendwo hier rumstehen und dann. Gute Stabilität. Achso, von dort komme ich. Oh, ein Bett zum Verstecken. Niedlich. Die Musik tut nichts Gutes heißen. Das heißt, dass ich irgendwas klein machen muss. Beziehungsweise verstecken oder. Alter, du heulendisch. Alter, du Fick. Oh. Alter, okay. Da hängt auf jeden Fall einer. Wieder drin. Es ist fast so, Es ist fast so, ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen, Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Alter! Ja, gut. Nee, man sieht das da. Ich wollte nur gerade gucken, hä, wo ist denn der festgemacht? Alter, ich kotze im Strahl. Alter Scheiß. Ja, das können die Leute nicht mit mir machen, ist eine Kacke. Quiet! If they, oh. If they catch us. Was to him, the man downstairs, the man, very bad, very, very bad, God, oh God. Den hätte ich zum Willen. Und jetzt ist er weg. Ich muss da lang. Ich gucke schon noch mal kurz hier oben. Cooles Radio. Gut, das erklärt vieles, worum man hier auf den Batterien findet.
Also vorher Haufen Batterien gefunden hat, die ist ja komplett. Nee! Ich bin wieder hängen geblieben. Seht ihr das? Ich steck fest. Ich steck fest. Ich kann. Zum dritten Mal! Ah! So eine Kotze! Zum dritten Mal stecke ich fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen, nichts mehr. Speichern und beenden? Ja, wirklich. Oh, das ist doch total nett. Heilige Scheiße, Alter. Was kann das denn sein? Oh nein, ich muss jetzt den kompletten Weg gehen. Was ist denn dein Scheiß Ernst jetzt? Gut, ich weiß ja, dass nichts Schlimmes passiert. Ich muss einfach. Ich glaube, eine Batterie. Oder? War das hier? Nee, ich muss da schon rein. Ich muss ja bloß. Ach, okay, hier lang. Hier lag das Radio. Alter, ich kotze im Strahl. Das ist für mich wieder, das ist schon bitte Kacke. Ohne Witz. Ich starte am letzten Speicherpunkt. So, aber wenn ich speichern und beenden gehe, wird automatisch die Summe, die ich noch habe, an den Batterien gespeichert und drum und dran. Aber ich starte hinten am Arsch der Welt. Ah! Kotze! Ist ja nicht so, dass ich hier zwei Batterien oder so verschwendet habe bei dem Scheiß. Oder drei. So, es kommt ja wieder der Typ. Halt! If they catch us, you give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Okay. Ich wollte schon sagen, wo ist denn der hin, aber der sitzt ja. Der sitzt ja da hinten drin. So, und jetzt versuche ich gerade da zu springen. Oh, so eine Scheiße. Ah! Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Hä? Er ist hier, er ist in den Wänden. Ja. Schön, schön für dich, Bro. Ah, ich muss das zur Seite schieben. Okay. Ja, eher Symptome von extremen. Achso. Ford. Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt.
Und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40 Minuten Interviews. Interviews, das ist eher, naja, gut. Red mal weiter. Hatte ich rechtzeitigen Kontakt mit allen vier von Dennis Persönlichkeiten. Gespaltene Persönlichkeit. Schizophrenie quasi. Okay. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art selbstbetrügerische Flut zu sorgen. Auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performativen Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburger Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, da er Symptome von extremen Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Ach ja, der Dr. Wolfram, das ist schon ein netter, ein lieber. Zurück. Ich will den Part beenden, weil ich habe Angst, dass ich dann gleich rennen muss. So. Im nächsten Part gehen wir da weiter. Gut, im nächsten Part geht's da weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht ein sinnvolles. Bis zum nächsten Mal bei Outlast, The Whistleblower mit seinem Kippiger zusammen, meine Wenigkeit. Und in dem Sinne, macht irgendwas Sinnvolles.